Alright, weiter geht's mit Hotline Miami. Den letzten Teil musste ich ja leider mit einem kleinen Bug beenden. Dann habe ich kurz mit Dunnerton Games gequatscht, die haben eine extrem coole Support-Hotline. Und habe eine E-Mail gekriegt von wegen, ja, sorry, der Fehler ist uns bekannt. Wir können zwar gerade nichts dran ändern, wir arbeiten an einem Update, ist leider bis jetzt noch nicht raus, aber was sie getan haben, sie haben mir ein Savegame geschickt. Sprich, ich kann jetzt mit einem Savegame weiterspielen. Es ist leider alles unlocked, alle Masken, alle Waffen. Das Spiel wird trotzdem Spaß machen. Ich muss nur kurz mal überlegen, wo geht es weiter? Decadence hatten wir beim letzten Mal. Tension? Das Layout sagt mir gerade nichts. Ich schaue einfach mal ganz kurz rein. Ja, A+, das ist leider nicht meins. Fourth Chapter, Tension, mal gucken. Gehören wir hier hin? Ich werde mit den... Ah, hier waren wir schon. Ne, ich spring gleich mal wieder raus. Sorry, Leute. Quit, Chapters, Tension hatten wir. Das war da, wo der Bug kam. Full House. Es kann gut sein, dass ich auf weitere Bugs treffe. Und... ich werde dann einfach aufhören und an einem anderen Level weiterspielen. Einfach nur, damit was passiert. So, Graham, walk fast. Hört sich zwar nicht super cool an, aber wir nehmen es einfach mal. Zum Komplettieren. Okay, was geht hier? Zack, wow. Ach, der hat uns natürlich sofort gekriegt. Na okay, wenn wir so unheimlich schnell sind. Aha. Dich hauen wir so um. Wow, ein Vorschlaghammer. Ein Köter. Kriegen wir den schnell? Hahaha. Batsch. Okay, umgucken. Nicht in den nächsten sofort reinrennen. Noch mehr Hunde. Wow. Alles voller Viecher. Schnell um die Ecke. Keiner hat uns gesehen. Da ist einer mit einer Knarre. Okay, okay. Ups, das war nicht so gedacht. Den hätten wir umgehauen. Oh, ja, das hat ein paar mehr Schläge gebraucht. Und dann war der Schädel weg. So. Du da unten, was haben wir für eine Knarre? 6 Schüsse. Kurz verstecken. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Da fallen mir die Hunde wesentlich einfacher. Hallo, Doggy. Sturmgewehr, 24 Schuss, alright. Da oben, wow, alles voll. Ich guck mich mal kurz um, da unten steht noch einer. Na gut, oh! Damn it! Okay. Batsch, batsch, batsch. Den hat's gelegt, Nummer 2 ebenfalls. Und da ist das Hundi. Ja, mit den Nahkampfwaffen läuft ja schon ganz gut. Da oben wäre einer. Zack. Wir schnappen uns die Waffe. Na, wieder die Schrotflinte. Mit der bin ich doch am fittesten. Oh, beide auf einmal gekriegt, oder? Ich guck nochmal schnell runter. Ja. Die hat's beide gelegt. Hello, Guy. Und da kommen sie alle. Sie haben mich nicht gesehen. Yeah. Das läuft doch. Und dich genauso. Stage clear. Alright. Was haben wir denn hier alles rumzulegen? Shotgun, schöne Sache. Da unten ist nichts. Und weiter. Gleich einer. Junge. Ich mach's mal ganz leise. Noch einer. Oh, da kommt einer. Hallo. Das war der. 2, da hinten steht einer mit einer Knarre. Okay, dann kann ich für mich vielleicht... Oh, ein schönes Schwert. Soll ich mal probieren, einfach reinzurennen und komplett auszurasten? Wir machen es einfach, auch wenn ich bei drauf gehe.
Ach, schade. Zwei gekriegt, immerhin. Sturmgewehr wieder. Ah, da unten dreht seine Kreise. Ich warte ganz kurz ab. Ah, nein. Zu. Ha, Konzentration, verdammt. Dann locken wir sie doch einfach mal an. Auch nicht. Gut, nicht, dass ich dazu lernen würde. Wo ist denn der zweite da? Ja, lauf, lauf, lauf. Sollte reichen. Wir holen jetzt die Stange und hauen ihn um. Was machen wir da jetzt? Soll ich versuchen, das Messer quer durch den Raum zu schmeißen? Mann! Ja, hier geht's schon ein bisschen anders ab. Sorry dafür, aber es braucht so seine Zeit. Dann halt einfach so. Besonders schlau sind sie ja nicht, die Jungs. Ist da unten alles ruhig, scheinbar. Ja, so kann man natürlich auch einen Raum klären. Da oben steht noch einer. Dann hole ich mir erstmal ihn da oben. Zuerst kommt wer? Nein, es scheint keiner zu kommen. Okay, neuer Versuch. Ich will den da hinten mit dem Messer loswerden. Ja, hab ihn. Batsch! Das war's. Eine Magnum. Uhu, wow. Sonst noch wer da? Einer da hinten. Ich kann die Waffen nicht sehen, aber dann schnappe ich mir doch zuerst mal ihn da. Wow, fast hätte er mich gehabt. Okay. Yep. Wir schnappen uns das Schwert und mal gucken, ob jetzt nochmal unten ein Boss kommt oder sowas. Hier ist alles cool. Da ist alles cool. Wow, what a mess. Boah, verdammt. Dammig. Nein? Wunderbar. Ganz gute Komborate, Mobility. Ja, wir haben uns eine Menge bewegt. Raid C. Combo Trainee. Naja, ist ein Anfang. Oh, wir sind wieder im Pizzashop. Hello, guy. Good evening. How are you doing? You look a bit distracted. Something got you worried? These are harsh times we're living in, I know. Haven't seen many customers lately. Maybe they've lost their taste for pizza. Maybe it's time to close shop once and for all. Anyway, got your order right here. Take care now. Okay, wir schnappen uns die Pizza. Und ab geht's. Und wieder zu Hause. Was ist das? Zeitung? Sieht aus wie ein paar Fetzen. Achso, hier ist die Pizza. Na dann. Hi, it's Don from Hotel Blue. We need you tonight. Our receptionist went home due to stomach problems and we have some VIPs who'll be staying with us today. Make sure you give them a great stay. That will be your top priority this evening. Now get going. Click. Wo ist die Lady denn eigentlich? Oh, wen haben wir da? Jetzt werde ich paranoid. Oh Gott, sie sieht ja auch ziemlich zerhackt aus. Ja, sie versteckt sich scheinbar hier als Putzkraft. Clean hit. Pay attention to details. Welche Details denn bitte? Wir schnappen uns die nächste Maske. Wow, Dennis, start with a knife. Das ist ja mal sehr cool. Okay, ein Hotel, ein großer Eingangsbereich, aber es scheint... Nein, da ist keiner. Da sitzt einer auf dem Klo. Na dann, ganz fix rein. Sorry, scheiß tot, ich weiß. Maschinengewehr, Shotgun. Wow. Wie viele von denen sind jetzt... Ich weiß auch nicht mal, was ich sie nennen soll. Gangster? Ich denke mal, nur die im weißen Anzug. Mal gucken.
Wow. Okay, ah, verdammt. Wie viele sind das denn bitte? Okay, ich werde den ganzen Raum ausräuchern. Wen schnappen wir uns zuerst? Ganz offensichtlich den Typen da oben. Okay, falsche Herangehensweise. Der ist kein Ding mehr. Ja? Wow! Okay, die auch. Das heißt wirklich jeden in dem Raum loswerden. Wo lebt dann noch einer bitte? Da hinten. Dann machen wir das mal so. Stage clear. Das waren sie alle. Eine Uzi. 20 von 30 Schüssen. Wie sieht's mit der aus? 22. Na, dann nehme ich mal lieber die. Schönes Buffet. Euch hat's aber ganz schön zerlegt. Und ein Aufzug. Nach dem, was ich vorher gesehen habe. Mal gucken, ob wir das durchstehen. Das wäre nämlich ein neuer Bug. Ja. Und schon wieder ein Bug. Mann, ich kann es kaum erwarten, den neuen Patch reinzuspielen. Sorry Leute, aber ich bin gleich wieder da. Im nächsten Level, das muss ich leider überspringen. Ciao. Und weiter geht's. Full House müssen wir leider für jetzt überspringen. Komme ich 100 pro später nochmal drauf zurück. Das Clean Hit war's, oder? Ja, Clean Hit müssen wir überspringen. Neighbors, Chapter 7. Mal schauen, was uns hier erwartet. Der Wolfskopf war ja ziemlich cool, muss ich sagen, mit einem George, das die Giraffe Look Further. Na gut. Dann halt George. Oh, ist das ein ganzes Haus voll? Scheint so, er hat ein Messer. Ich mache mich mal kurz bemerkbar. Und Batsch, hau ihn um. Das war knapp. Aha, du da oben. Boah, ich glaube, die Dicken halten eine ganze Menge aus. Was, wen kill ich zuerst? Ihn. Oh, ich habe keine Waffe, verdammt. Ah. Stirb, du Hund. Na, ein Schuss hat doch gereicht. Okay. Wie sieht's da oben aus? In der Küche ist eine Uzi. Oh, das ist die Machete, oder? Ich will unbedingt die Machete haben. Bevor wir uns die holen können, muss ich wohl erstmal ihn hier umlegen. Manchmal passieren einem ziemlich weirde Sachen. Und dich kriegen wir auch. Schöne Waffe. Stage clear stand da, das heißt, das wäre, ist das hier was? Nein. Oh wow. Ein Hund. Das ist ja mal, hat sehr gut funktioniert. Genauso hole ich. Fuck. Dafür gab es ordentlich Kombos. Nummer 2, ich schnapp mir die Knarre. Wie sieht's denn da oben aus? Wow, da ist alles voll. Muss ich vielleicht erst dahin? Ich hab sie alle auf einmal gekriegt. Nein, habe ich nicht. So gut kann man sich irren. Einfach nur ein Messer schwingt durch die Gegend rennen hilft auch nicht. Ah, immer diese blöde Bar da oben, die dann runterkommt. Die Lösung für diese Situation. Schrotflinte vielleicht?
Jo, das war's. Okay. Manchmal einfach nur reinballern. Ein Dart. Dart will ich jetzt eigentlich nicht ausprobieren. Das. Wir gucken einfach mal weiter hoch. Zwei auf einmal. Oh. Da passt. Au, au. Ja, er hat ihm ganz genüsslich den Kopf abgesägt. Den holen wir uns. Holen uns die Eisenstange. Der da oben sollte uns eigentlich nicht sehen. Das wäre das. Und du da hinten. Jupp. Yep. Dich hat's auch gelegt. Na, okay. Alle auf einmal? Ja, alle auf einmal. Einen haben wir noch. Oh, was zur Hölle? Wer weiß denn bitte schön Bescheid, dass wir hier sind? There's been a small change of plans. We have a prank caller at the telephone company. Why don't you go there and see if you can talk some sense with him, if you know what I mean. 342nd Northwest Street. Go there now, floor it. Okay. Was auch immer damit gemeint ist, schauen wir vorbei. Zur Telefonfirma. Ah, wo geht's raus? Da geht's raus. Phone Hum. Ach du Scheiße. Ja, hier war schon jemand und der hat ordentlich auf die Kacke gehauen. Ja, hätte er nicht gedacht, dass Kopieren so gefährlich ist. Na, mal hoffen. Hoffentlich kommen wir durch den Elevator durch. Ja, hier klappt es. Wow. Ah, und da sitzt einer am Computer. Naja, okay. Der Pfeil zeigt auf die Golfschläger, dann wissen wir ja ziemlich sicher, was wir zu tun haben. Huh, tief durchatmen. Das scheint sowas wie ein Boss zu sein. You're dead meat. Er zirkelt um uns rum. Ich brauche eine verdammte Waffe. wie kommen wir bitte an ihn ran? So schon mal nicht. Okay, wir starten direkt neu. Dead Meat, ja, ja. Ich werde mir Mühe geben, dass du gleich Dead Meat bist. Aber, was macht er, was macht er? Ah, er schleudert sein scheiß Messer. Wow, ist der schnell. Verdammt. Neuer Versuch. Ah, vielleicht habe ich eine Chance, wenn er sein Messer schmeißt. Ich habe den Schläger nicht gekriegt. Super ärgerlich. Habt ihn? Ja. Und ran da. Er hat ein Beil, so wie es aussieht. Oh. Das gleiche Spielchen nochmal. Schleudert er gleich? Er verliert schon Blut. Da. Got you, baby. Ouch. This can't be happening. It can't end now. Not like this. Oh, bad boy. Naja. Ich schau mich mal um. Ne, alles cool. Genauso wie es war, als wir gekommen sind. Ah, hier ist zu. Ah, wir können einfach mal zum Spaß ein paar Fenster einschlagen. Was hat der denn hier für ein Massaker angerichtet? Mann, Mann, Mann. Und raus hier. Naja, ich sehe schon, ich muss noch ordentlich an meiner Punktevergabe arbeiten. Naja, immerhin. B+. Nicht zu schlecht. Und wir scheinen zurück in der Bar zu sein. Heute ist keiner da. Auch keiner auf dem Klo. Nein, alles ruhig hier. Welcome back, Sir.
How are you tonight? You don't look so happy. To be honest, I don't feel too good either. Something in the air, I don't know. I just have this really bad feeling like something terrible has happened tonight. I haven't felt this way since San Francisco. I don't like it, not one bit. So how about a drink? It's on me. As usual. Wir holen uns unseren Drink ab. Sonst hat sich hier nichts verändert. Und ich würde sagen, nach dieser kleinen Schlachterei machen wir für heute Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Hotline Miami. Fresh Cuppa ist raus. Bye bye.